Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Sniper Elite 4. Wie immer, Bewertung nicht vergessen. Und jetzt viel Spaß. So, weiter geht's hier mit der nächsten Mission. So, ich weiß nicht, ob ich hier an meiner Ausrüstung was ändern möchte. Ist eigentlich so gut, wie ich finde. Also es gibt, wir haben hier zwei Medipacks, zweimal Unterschallmunition. Ich glaube, mehr Unterschallmunition können wir auch gar nicht mitnehmen. Nee, geht nicht. Unterschallpistolenmunition könnten wir aber noch mitnehmen anstatt den Verbänden. Das ist vielleicht eine gute Idee. Ich glaube, das mache ich mal, weil Verbandskästen, die findet man ja eigentlich relativ schnell bei den Leichen. Ich glaube, ich probiere das einfach mal aus. Ich hole mir jetzt hier, was gibt's denn hier? Ich gucke erstmal weiter. Telemine, Baba, S-Mine, TNT, Stielgranaten, Verband. Ja, ich glaube, hier, das kaufe ich mir einfach mal. Bumm. Und bumm. So, jetzt sind wir komplett mit Unterschall ausgerüstet. Zwar keine Verbände, aber Unterschall. Gibt es hier vielleicht noch irgendwelche Waffen, die besser sind? Ich weiß nicht, ob man hier auch nach einer Zeit neue freischaltet. Ich gucke hier einfach mal durch, ob hier irgendeine Waffe mehr Schaden macht. Aber nee, hier die Springfield, die ist einfach nur geil. Ich glaube, die ist auch im Moment am geilsten, weil wir hier auch schon die Upgrades freigeschaltet haben. Ich glaube, das macht auch viel aus. So, ja, sonst lasse ich hier einfach mal alles und dann wollen wir einfach mal starten. Mal gucken, was uns hier bei dieser Mission so erwartet, was unsere Aufgabe ist und wie viele Leute wir hier abschnetzeln müssen. Aber natürlich zuerst laden, das ist das Wichtigste. Dinelli ist begeistert über die Bestätigung, dass Piero Capo getötet wurde. Er hat Wort gehalten und seine Unterstützung angeboten. Vermutlich eine Frage der Ehre für ihn. Die Partisanen sind nicht unbedingt scharf auf Dinellis Hilfe. Viele im Widerstand haben gute Gründe, die Mafia genauso zu hassen wie die Faschisten. Weavers Informant hat sich wieder gemeldet. Major Hans Dorfmann, einer von Böhms Top-Leuten. Noch dazu sein Adjutant. Angeblich hat er Informationen, die er persönlich überbringen muss. Er sagt, er wisse, wo Kessler ist. Gut, ich nehme mal an, jetzt müssen wir zuerst hier wieder alle Leute abklappern. Ja, sieht danach aus. Oh, schön hier an der Küste. Wunderschön. So, aber genug umgeschaut. Los zu den Aufgaben. Mutterhenne, was gibt's? Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Küstenstandort Magazeno versenkt ungewöhnlich viele Schiffe der Alliierten. Sowohl Schiffsartillerie als auch Radartechnologie ausschalten. Ende. Hab verstanden. Kein Problem, alles in die Luft jagen, das macht doch jedem Spaß. Was hast du hier zu sagen? Vertraut Dinelli mir nicht? Sie sind jetzt unser Freund, Karl. Signor, Dinelli will Sie nur in Sicherheit wissen. Hab Piero Capo für ihn getötet. Mein Teil ist erledigt, jetzt sind Sie dran. Helfen Sie uns, helfen Sie den Partisanen. Würden Sie ein paar Informationen von unseren guten Absichten überzeugen? Probieren Sie es. Die Bauteile von der Werft. Sie wurden hierher gebracht. Interessant. Wozu? Wer weiß. Vielleicht verbergen die Deutschen irgendetwas. Der Untertitel ist einfach so ist geil. Hm? Aber ja doch. Ich kann den Typ einfach nicht leiden. So, sonst hier niemanden übersehen? Nee, da waren wir. Dann du hier als nächstes. Ah, das SOE-Kommando. Ich sollte sie erschießen. Berlin würde mich als Kriegshelden feiern. Irgendwas sagt mir, sie haben kein Interesse an Orden. Wo ist Andreas Kessler? Wir brauchen ihn lebend. Oh, Kessler ist an unserem Standort in Magazeno. Umgeben von Büchern und Fusel. Wieso sollte ich Ihnen trauen? Niemand würde einem Verräter trauen. Weaver weiß, dass meine Informationen gut sind. Hatte ich nicht recht mit dem Munitionsnachschub? War im Viadukt, nicht? Kleine Fische. Hören Sie, Lieutenant. Der Krieg ist unberechenbar, wenn die Alliierten durchmarschieren. Verstehe. Sie wollen sich absichern. Ich bitte Sie nur an mich zu denken, wenn die Zeit gekommen ist, Lieutenant.
Alle Leute sind hier einfach nur komisch. So, da unten sitzt noch ein Typ rum. Was hast du noch für Aufgaben? Karl, die Sache wird heiß. Kessler. Nicht nur Kessler. Am Standort in Magazzino an der Küste werden Entschlüsselungen vorgenommen. Finden wir raus, wie viel Böhms Leute über die Pläne der Alliierten wissen, ja? In Ordnung. Noch was? Nun ja, Dinelli steht zu seinem Wort. Er hat Informationen für uns. Nämlich? Böhm hat einen Vertrauten. Einen gewissen Major Klaus Rothbauer. Die beiden tauschen sich regelmäßig aus. Sie glauben, er kennt Böhms Pläne? Mit Sicherheit, mein Freund. Holen wir ihn uns. Ohoho, Muchacho. Rothbauers Villa ist gut gesichert. Da können selbst Sie unmöglich rein, Karl. Nein, ich schaffe alles. Konzentrieren wir uns auf den Küstenstandort. Okay, alle Missionen abgestaubt. Dann können wir ja jetzt die Mission starten. Juhu! Zum Boot, let's go! Und da sind wir. Diese Sendeschüssel muss verschwinden. Aber erstmal Missionen checken natürlich. Was haben wir? Oh. Wir haben viel zu tun. Wir haben sehr viel zu tun. So unsere. Wir haben. Finde Kessler. Besorge Kesslers Forschungsnotizen. Finde einen Weg, die Radioschüssel zu deaktivieren. Ich hoffe, wir sprengen die. Das macht Spaß. Lege die Operation der Nazis lahm. Beides da hinten. Ja, also unsere Routenmission. Eigen dir die Abhördepeschen an. Zerstöre die Entschlüsselungseinrichtung. Zerstöre die deutsche Schiffsalerterie. Töte den für den Schutz zuständigen Offizier. Oh, wir haben hier richtig viel zu tun. Aber ich glaube, ich werde hier erstmal die Waffe zerstören und hier Maschine zerstören. Also eigentlich ganz viel zerstören. Ich glaube, das werde ich als erstes machen. Und erstmal all meine Waffen auf Unterschall umrüsten. So, wir haben 16 Unterschallmunition für unsere Pistole und 16 Unterschall für unser Gewehr. Das ist, damit kann man schon mal was anfangen. Wird zwar nicht besonders lange halten, weil wir relativ viel Munition brauchen werden, denke ich mal. So, können wir mal ein bisschen schneller laufen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich muss vorsichtig sein. Ja, man muss immer vorsichtig sein. Mit Unterschall geht das eigentlich voll klar. Okay, hier wird manchmal übertönt, aber leider nur manchmal. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier den ausschalten kann. Vielleicht kann ich mich langsam an den Rand schleichen, wer weiß. Der steht ja die ganze Zeit noch mit dem Rücken zu mir. Ich hoffe, der dreht sich jetzt nicht plötzlich um. Bitte nicht. Bleib schön so stehen. Bleib so stehen, ja komm schon, du schaffst es. Und tschüss. Ah, aua. Das hat bestimmt wehgetan. So, Stielgranate, Telemine gefunden. Alles eingesammelt. Und weiter geht's. Hinten lang wollen wir ja noch nicht, wir wollen erstmal hier lang. Na, in dem Haus chillen anscheinend noch Leute. Wollen wir erstmal das Haus räumen? Vorne im Garten ist anscheinend auch einer. Mal alles schön stealth, alles schön leise. Kein Aufsehen erregen. Hier oben hier hängt auch noch irgendwo einer. Den lasse ich erstmal. Geh erstmal hier rein. Gut, ich nehme mal meine Pistole, die ist auf Nahkampf ein bisschen besser ausgelegt. Ich muss herausfinden, wie viel die Nazis wissen. Ja, das sollten wir vielleicht tun. Hallo? Ist er noch weiter oben? Da ist er. Psst, ganz leise. Ganz leise. Das dann nehme ich mal mit. Shit. Shit, 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 shit. Kommst du hier raus, bist du tot. Es war knapp.
Und mal gucken, was der so Schönes dabei hat. MP-Munition. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Pistolenmunition. Aber hier, das ist auch eigentlich ein relativ guter Sniper-Spot. Oh, da sieht mich einer. Ja, da oben sieht mich jemand. Shit, ich glaube, hier kommt einer hoch. Ich glaube, hier kommt jemand hoch, ja. Okay, bis jetzt wurden wir noch nicht entdeckt. Nur einmal fast. Was hast du denn Schönes dabei? Erstmal durchsuchen, MP-Munition, ein bisschen TNT. Das hier wird sehr nützlich. Das klingt doch gut. So, ich rüste einfach mal die Stielgranaten aus. Die werden wir im Notfall benutzen. Aber nur im absoluten Notfall, vorher nicht. Dann können wir vielleicht von hier noch ein paar Leute ausschalten. Und diesmal nehme ich mein Gewehr. So. Der ist weg. Schön mit Unterschall, damit es keiner mitbekommt. Oh, Ultrazeitlupe. Wunderschön. Das ist Kunst. Shit, der hat's mitbekommen. Fuck. Mann, jetzt schlägt der Alarm. Hä, was war das gerade? Weiß es nicht. Och Mann, komm schon, zeig mir deinen Kopf. Dann ist dein Leiden beendet. Zeig mir nur deinen Kopf. Der will nicht. Der will einfach nicht. Und tschüss. So, hat er irgendjemanden alarmiert? Sieht nicht danach aus. Gut, alles wieder klar. Dann kann ich mich jetzt da in diesen Bunker da begeben oder was auch immer das ist. Zwar leise, aber ich kann mich dahin begeben. Ganz gechillt. Keine Hektik hier. Keine Hektik. So, Pistolenmunition, MP-Munition. Brauche ich alles nicht. Ich will Unterschallmunition. Das ist die geilste Munition, die es gibt. Und Verband. Und schon haben wir einen Verband. Da Verband. Zwar kein Medikit, aber ein Verband. Oh, wieder nach innen. Nehme ich doch gerade mal wieder meine Pistole. Die ist auf engen Räumen ein bisschen besser als das Gewehr. Logischerweise. Was hast du hier noch dabei? Erstmal betatschen. Noch ein Verband. Schön. Schön, schön, schön. Erst die Tomatensoße, dann die Fleischklößchen. Mhm. Sehr interessant, das hat mich jetzt sehr interessiert. Die stehen so weit aneinander, das ist nicht schön. Hat er was mitbekommen? Nee. Oh, so muss das laufen. Aber nicht leichtsinnig werden. Immer schön konzentriert bleiben. So, Gewehrmunition. Stolpermine. Das ist alles. Nehme ich alles schön mit. So, da ist noch einer. Ganz vorsichtig, ganz sachte. Ist nur die Frage, ist der hier drin oder ist der oben drauf irgendwo? Das ist hier die Frage. Dann nehme ich hier auch sein. Ich glaube, der ist hier nebenan oder so. Ich glaube, der ist hier irgendwo nebenan. Nee, ich glaube, der ist wirklich oben. Ja, der muss oben sein. Oh, hier, das ist so eine riesige Halle. Komme ich hier irgendwo nach oben? Gibt es hier eine Treppe oder so? Ich kenne mich hier nicht aus. Ich kenne mich hier einfach nicht aus. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Komm schon, hier muss es doch irgendwo da schon mal einen Ausgang. Vielleicht kommt man ja da nach oben. Ich will jetzt hier auch nicht rennen. Es tut mir jetzt sehr leid, dass das so ein bisschen länger dauert.
aber ich will hier kein Risiko eingehen. So, wenn ich hier rausgehe, da komme ich doch bestimmt irgendwo nach oben. Wäre blöd, wenn nicht. Ja, da sind auf jeden Fall Leute, die mir das Leben schwer machen wollen. Nee, hier geht's nirgendwo nach oben. Ich glaube, ich muss wirklich da zur Seite. Guck mal, hier ist auch so eine kleine Treppe. Da kann ich doch langsam hochschleichen. Ganz vorsichtig. Gut. Und da drin sind anscheinend noch viel mehr Gegner. Oh shit. Hat er da eine Panzerfaust? Sieht danach aus. Der Typ hat einfach eine Panzerfaust. Richtig krasser Typ. Wo kann ich nochmal die Seite wechseln? Ich vergesse es immer wieder. Ich vergesse es einfach immer wieder, auf welcher scheiß Taste das war. Steuerung. Maus und Tastatur. Bewegung. Achso, ich weiß es wieder. Gut. So. Okay, das hat jemand mitbekommen. Das haben ein paar Leute mitbekommen. Der da oben ist alarmiert. Tschüss. Die sind alle jetzt gerade ein bisschen aufgebracht. Ja, jetzt sind alle alarmiert. Na toll. Das ist jetzt nicht so schön. Das ist ein Panzer, den markiere ich mal ganz kurz. Ja, da oben war, glaube ich, gerade einer. Bin hier ein bisschen eingehängt. Ganz kleines bisschen. Feind sucht. Augenschuss, juhu. Das war ein Funker, aber jetzt kann er keine Verstärkung mehr holen. So, das hat sich erledigt. Ah, der scheiß Panzer, der will aber doch jetzt nicht hier hinkommen, oder? Och Mann. Komm schon, der kommt jetzt doch sofort wieder hoch. Komm schon. Komm schon. Ich warte auf dich. Danke. Das war ein Fehler von ihm. Das war ein großer Fehler. Oh mein Gott, er ist gut. Oh. Komm schon, der kommt jetzt doch bestimmt auch direkt wieder hoch. Ja. Man muss einfach wissen, wie die Gegner ticken. Dann ist das viel einfacher. Und mit dem Panzer will ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Sieht auch ziemlich ungesund aus. So, der ist weg. Ich habe aber bald keine Unterschallmunition mehr. Das ist dann ein ganz kleines Problem. Oh, ich glaube, meine Maus macht einen Abflug. Die spackt, glaube ich, ein bisschen rum. Bleibt in Deckung. Oh, shit. Oh shit, Granate. Bringen wir es hinter uns. Aber das ist, glaube ich, der letzte Gegner. Sonst ist hier, glaube ich, keiner mehr, der Stress machen könnte. Und wo kommt der denn jetzt? Von hier irgendwo. Komm raus. Da war er. Und erledigt.
Mal kurz nachladen. Und fertig. Und dann möchte ich jetzt aber auch noch gerne ein paar Leichen durchsuchen. Ja, LMG-Munition. Ach, der hat eine LMG. Ich glaube, die nehme ich mit. Ja, die ist auch besser. Danke für die LMG. Oh yeah. Erstmal nachladen. Sehr schöne LMG. Gut, aber jetzt will ich nach da oben und das Ding da zerstören. Das ist ja unsere Hauptaufgabe hier. Ein bisschen Shotgun-Munition hier gefunden. So, den ein bisschen durchstöbern. Seid ihr noch dabei? Ach, hier ist auch die Treppe, wo es nach oben geht. Perfekt. Die haben wir ja gesucht. Wir müssen ja da oben die das Ding da kaputt machen. Boah, hier liegen viele Leichen. Erstmal alles looten. Alles schön looten. Loot ist immer gut. Loot ist immer gut. Das wäre ein günstiger Angriffspunkt. So, hinten zu dem leuchtenden Ding müssen wir bestimmt auch noch hin. Aber erstmal alles nach der Reihe. Alles nach der Reihe. So, du noch. Da finden richtig viel Gewehrmunition, aber leider keine Unterschallmunition. Das ist scheiße. Das ist definitiv nicht gut. So, hier das Ding müssen wir zerstören. Hier, Rucksackladung und bye bye. Weg hier. Tschüss. So, hier müsste ich sicher sein, oder? Ja, bestimmt. Und das Ding ist weg. So, was ist denn hier noch neben uns? Hier ist Maschine zerstören. Ich muss die Entschlüsselungseinrichtung der Nazis lahmlegen. Ja, das ist ja gerade hier nebenan. Es sind auch keine Gegner mehr drin. Das können wir doch mal... Verbandskasten habe ich gefunden. Geil. So, gibt es hier vielleicht irgendwo noch Munition oder so, was ich mitnehmen könnte? Nee, sieht nicht danach aus. Stopp. Bin vorbeigelaufen. Hier irgendwo muss ich eine Maschine zerstören. Hier drin, glaube ich, irgendwo. Maschine. So. Ah, hier. Was sind wir denn da? Das hier sieht doch wichtig aus. Entschlüsselung. Ganz schön aufwendig. Okay. So, das hätten wir auch erledigt. Und was mal... Oder shit, da ist der Panzer. Shit, shit. Nein, mich nicht sehen. Mich nicht sehen. So, was machen wir denn als nächstes? Wir sind gerade hier, dann würde ich mal sagen, Informationen aneignen. Das machen wir als nächstes. Aber das ist in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.